Zimbo, 3-1 Auswärtssieg in München. Ich glaube, die starken Leistungen auch in den letzten Spielen gegen Freiburg, schon in Bochum, schon eine verdammt starke erste Halbzeit. Heute seid ihr endlich mal richtig belohnt worden. Absolut, heute haben wir uns belohnt. Man muss es ja so sagen. Wir haben, denke ich, heute gerade zu Beginn des Spiels ein klasse Auswärtsspiel gemacht. Und dann passt das natürlich in die Geschichte der jüngsten Vergangenheit, dass wir mit der letzten Aktion den 1-1 Ausgleich bekommen. Und da muss man den Hut vor der Truppe ziehen. Denn nach den Nackenschlägen der letzten Wochen, so eine zweite Halbzeit dann zu spielen, das Ding 3-1 zu gewinnen und dann wirklich, wie ich schon gesagt habe, sich zu belohnen, das ist gerade von der mentalen Seite her großes Kino und spricht auch dafür, eben welche Moral, welche Mentalität in der Mannschaft steckt. Noch ein Wort zu den mitgereisten Fans draußen. Ja, das ist, ich habe vorher um die Unterstützung gebeten, weil sie einfach enorm wichtig für uns ist. Und ich denke, jeder hat gesehen, wie viel uns das bringt und dass uns das einfach pusht. Wir sind ein Verein, da sind Fans und Team zusammen und wir müssen uns gegenseitig eben unterstützen, um erfolgreich zu sein. Und das hat heute eben par excellence geklappt. Das war es eigentlich auch die beste, sage ich mal, Werbung fürs Pokalspiel in Aue, für die Fans, die nur ein bisschen unentschlossen sind. Da ist keiner mehr unentschlossen. Wir haben jetzt 3 Auswärtsspiele, glaube ich, in Folge nicht verloren. Das heißt, man nimmt Punkte mit und da kommt jeder mit. Da gibt es keinen Unentschlossen mehr, weil wir brauchen jeden Mann, der uns unterstützt, weil wir eben auch im Pokal wieder Geschichte schreiben wollen. Ja, ich denke, sehr intensives Spiel von der ersten Minute an mit einem sehr guten Start für uns. Konnten früh in Führung gehen, haben es auch vorgehabt, immer wieder schnell umzuschalten, schnell in die Spitze zu spielen. Ben Halloran mit seinem ersten Tor überlegt beim Torabschluss. Haben dann 10 Minuten, 15 Minuten breite Brust gehabt, aber unverständlicherweise aus meiner Sicht zu tief dann gestanden, den einen oder anderen Ballverlust zu viel, natürlich auch vom Pressing vom Gegner her. Und ich habe mich maßlos geärgert, dass wir kurz vor der Halbzeit in der letzten Sekunde noch ein Gegentor bekommen. Das war zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Wir haben also unsere Erfahrungen zuletzt gemacht mit Gegentoren in der Nachspielzeit oder kurz nach der Halbzeit. Aber in der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir trotzdem an unsere Chance geglaubt, sind mit dem Rückschlag dann zur Halbzeit auch gut umgegangen. Ich finde, wir haben teilweise sehr gut nach vorne gespielt, schnell umgeschalten, wollten da auch ja immer wieder in die Zentrale auch reinziehen, wie beim 2-1. Robert Leipertz macht es natürlich dann sehr abgezockt und trotzdem war es ein Spiel, was immer noch mal kippen kann. Auch 60 hatte immer wieder gute Möglichkeiten, es ging hin und her. Mit 3-1 dann die Entscheidung und ja, bin sehr froh, sehr erleichtert natürlich. Nach 6 Spielen ohne Sieg sagt man zwar immer vorher so leicht, wirft uns nicht um, aber man braucht dann dieses Erfolgserlebnis und da sind wir froh, dass uns das jetzt hier heute auswärts gelungen ist. Ja, von unserer Seite war es nicht gut, das muss man ganz klar sagen. Wir haben im Grunde über 90 Minuten einfach zu fehlerhaft agiert, sowohl von der Ballannahme, vom Passspiel her, vom Spiel miteinander. Wir haben auch einfach verschiedene taktische Situationen, sowohl im Abwehr- wie auch im Angriffsbereich, nicht gut erkannt und nicht gut umgesetzt. Man muss einfach sagen, dass der Gegner in den Angriffen
fast jedes Mal, die dann Richtung Tor ging, jedes Mal gefährlich war und bei Standardsituationen auch gefährlicher aufgetreten ist als wir. Das ist Fakt und damit kann man dann unterm Strich auch kein Spiel gewinnen. Wir haben leider vor dem ersten Tor Kopfballduell im hinteren Bereich, hinteren Mittelfeldbereich verloren und wir haben vor dem zweiten Tor uns gegenseitig da auch behindert und letztlich dem Gegner auch die Möglichkeiten, ich will nicht sagen geschenkt, aber doch zu leichtfertig überlassen. Und das ist, wie gesagt, zu wenig gewesen heute und da kann man auch nicht mehr erwarten, als letztlich dabei rausgekommen ist. Schönen Dank.